Bischofshof Original 1649. Das goldgelbe vollmundige Duldbier präsentiert Servus TVA. Bischofshof. Das Bier, das uns zu Freunden macht. Grüß dich, liebe Zuschauer, zu einem Servus-TVA-Spezial. Ich bin natürlich immer Anfang September vom Gillermoos in Abensberg und heute habe ich mal tatkräftige, hübsche Unterstützung geholt. Das ist die Nina Seidel. Schön, dass du da bist. Danke, Rudi, dass du mich mitgenommen hast. In den letzten Tagen ist ja schon einiges passiert, oder? Auf alle Fälle, und das schauen wir uns jetzt an. Der erste Schluck aus der Mass. Auf diesen Moment haben sich schon viele Abensberger gefreut. 5 Tage lang wurde in der niederbayerischen Stadt wieder auf dem Gillermoos gefeiert. Er zählt zu den größten und ältesten Jahrmärkten Bayerns. Tausende Besucher strömten auch heuer wieder auf die Festwiese. Gillermoos 2016, wie ist die Stimmung? Hervorragend. Ich bin mit meinem Enkel beisammen und da passt einwandfrei. Sind extra von München gekommen. Dass ein Gillermoos besuchen. Auf was ich mir am meisten freue, dass einfach ein schönes Wetter hat, oder? Und dass einfach lustige Leute da sind, dass wir uns wohlfühlen, dass einfach Musik spielt. Und ja, es ist einfach ein schöner Tag heute. Also das Highlight ist für mich persönlich immer das Feuerwerk, weil ich liebe Feuerwerk und halt nach dem Arbeiten dann noch ein bisschen Party machen. Offiziell startete der Gillermoos am Freitagnachmittag mit einem großen Festauszug. Über 3500 Teilnehmer, darunter Festwirte, Vereine und Blaskapellen, marschierten heuer von der Innenstadt zur Festwiese. Ein Rekord, noch nie nahmen so viele am Auszug teil. Am Gillermoos Montag waren dann namhafte Politiker zu Gast. Zum größten Frühschoppen Deutschlands kamen in diesem Jahr unter anderem der Chef des Bundeskanzleramtes Peter Altmaier, Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz oder der Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger. Sie alle haben sich traditionell einen politischen Schlagabtausch geliefert. So, wir sind jetzt im historischen Teil gelandet, auf der Eudenwiesen. Und da ist wirklich für jeden Schmack etwas geboten, oder Rudi? Auf alle Fälle. Und da kommen die Freunde der Volks- und Blasmusik voll und ganz auf ihre Kosten. Und jetzt machen wir dann eine musikalische Rundreise am Gillermoos. Genau, da hat sich nämlich ein Festzeltbetreiber was Besonderes eingefallen lassen. Das Woodstock-Festival. Das schauen wir uns jetzt dann auch mal, oder? Auf alle Fälle. Das Highlight ist natürlich der alte Gillermoos, was sonst, und die schöne Madl. Auf was freuen Sie sich am meisten? Auf dem Tanzen. Was tanzen Sie am liebsten? Am liebsten tanzen wir Zwiefer. Aber wir tanzen alles, aber das Schönste ist halt Zwiefer. Auf die Idee gekommen, ein Woodstock-Festival zu machen? Ja, es ist so, die Bühne gibt es schon seit 2014, die offene Bühne, die Bühne im Grünen. Und das war so erfolgreich, das Ganze, und hat jetzt so die Leute so begeistert, dass wir gesagt haben, das müssen wir ein bisschen größer machen. Und ja, dann ist naheliegend, ein Festival daraus zu machen. Am Gillermoos, aber es hat es noch nicht gegeben, und ich glaube, dass das jetzt heuer sehr gut funktioniert.
Josef, hat jetzt auch irgendwer gesagt, spinnst jetzt ein wenig, ist dir das Bier ein bisschen in den Kopf gestiegen oder wie kommt es jetzt da dazu? Es haben einige gesagt. Also ich meine, wenn man unser Programm die letzten Jahre anschaut, es gibt immer ein bisschen was anderes bei uns. Es gibt natürlich Befürworter, es gibt dann aber auch welche, die das kritisch sehen, aber da muss man umgehen damit. Und ich finde, der Guillermoos, der ist stark genug, um auch mal ein bisschen was Innovatives zu verdrängen. Also bin ich fester Meinung davon. So, jetzt haben wir unsere Pause verdient, Nina, oder? Jetzt trinken wir zuerst einmal ein Massen. Genau, jetzt brauchen wir erstmal eine Erfrischung und dann auf geht's zu den Fahrgeschäften, oder? Auf alle Fälle, also, dranbleiben. Begeben Sie sich am kommenden Wochenende mit uns auf eine Zeitreise. Historische Festzüge, buntes Lagerleben, Bogenschießturniere und Gefechtsdarstellungen wie zu Zeiten des 30-jährigen Krieges. Das historische Tillyfest in Breitenbrunn. Ein Spektakel für Alt und Jung. Die passt zu jedem Anlass. Und was auch nie aus der Mode kommt, ist persönliche, individuelle Beratung. Und damit fördern wir zusätzlich lokale, soziale Initiativen. Meine Volksbank Regensburg. Genießen Sie einen schönen Sommerabend mit einer frischen Maß Kneitinger Bier und feine Schmankerl im Schatten von dicht gewachsenen Bäumen in Kneitingers Hubertushöhe. Wirtshaus, Biergarten, Restaurant und Festsaal mit bayerischer Gemütlichkeit. Wahnsinn! Schon 40 Jahre Auto Schindelbeck. Den, den, den und den gibt's beim großen Jubiläum jeweils 10-mal zu unschlagbaren Konditionen. Und das ganze Wochenende feiern wir mit Ihnen unser 40-jähriges. Im Festzelt mit Partymusik und großem Programm. Seit 40 Jahren unschlagbar. Auto Schindelbeck. Wenn Sie was Gescheites wollen, gehen Sie zum Pöllinger. 10-mal in Bayern und 2-mal in Ringsburg. Mit jedem Fleck auf. Seit 15 Jahren. Ihr Clean Team im Rennplatzzentrum Regensburg. TVA präsentiert den 7. mittelbayerischen Landkreislauf von Benzenbach nach Wörth an der Donau am 17. September. Seien Sie dabei und feuern Sie die Teams an, wenn es wieder heißt 10 Etappen, 10 Läufer, ein Ziel. Im Zielbereich erwartet Sie ein großer Biergarten mit buntem Kinderprogramm. Und abends feiern Trixi und die Partylöwen bei der großen Siegerehrung mit Ihnen im Festzelt. SSV Jahn Regensburg, jeden Donnerstag in der Jahn Arena bei TVA. Um 18.30 Uhr und dann stündlich in der Wiederholung. Die Jahn Arena wird Ihnen präsentiert von Sitzmann Schauraum in Regensburg. Jetzt Rudi. Iss die mal zusammen, ich will jetzt Karussell fahren. Nein, die sind ganz gut. Ich will einen Guillermoos von oben sehen, jetzt auf geht's, komm. Was willst du denn da fahren? Das Hexe, was es gibt. Okay.
Nina, ich glaube, ich brauche nächste Woche einen Termin beim Physiotherapeuten. Bin ich da zu schnell gefahren oder wie schaut das aus? Ja, zu rabiata, das sagen liebe Zuschauer. Ich brauche jetzt weggefahren. Nein, aber sonst muss man sagen, war schon schön. War relativ gemächlich, da die sagen. Das geht, glaube ich, auch noch nach der zweiten oder dritten Masse. Ja, manchmal wird es besser mit Alkohol, aber manchmal wird es ein bisschen schlechter. Vielleicht wollen sie aber manche ein bisschen Mut udringen. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Aber heute habe ich eine Premiere hinter mir, denn ich bin zum ersten Mal Schiffsschaukel gefahren, wenn man das so sagen kann. Absolute Premiere, ja. Hast du ein wenig Anleitung braucht, da die sagen. Ja, das stimmt. Was war dein Highlight? Mein Highlight war, glaube ich, Breakdance. Das war schön actionreich. Mittlerweile ist ja nicht mehr so schlecht nach dem Karusselltest. Nina, war schon eine wilde Fahrt. Die Frisur sitzt Gott sei Dank auch wieder. Ja, auf alle Fälle. Jetzt haben wir einen Gast bei uns, ist die Carina Auer. Sie haben schon erkannt, ist die amtierende Dirndl-Königin 2015, 2016. Carina, das Jahr ist wahnsinnig schnell vergangen, oder? Es ist so schnell vergangen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Jahr voller tollen Erlebnissen, netten Bekanntschaften und so viele aufregende Momente, die ich nie missen mich hat. Aber das ist vergangen wie im Flug. Wie bereitet man sich jetzt auf 5 Tage Glamour vor? Also mein Schrank ist voller Aspirin, Schmerztabletten und Blasenpflaster. Dem steht nichts mehr im Wege. Das passt. Und HSV-Tabletten. Was ist jetzt in dem Daschel alles drin? In meinem Daschel Schminke, natürlich Lippenstift, was eine Frau halt so braucht. Was braucht man so als Frau im Glamour? Möchtest du das wissen? Wenn es jugendfrei ist, ist es auch noch bei 22 Uhr. Viel Biermagel, viel Essensmagel. Damit kommt man klar. Die Basics, oder? Genau, die Basics. Kannst du dich daran erinnern, weil der Name gefallen ist? Oh Gott, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das einfach der schönste Moment in meinem Leben war. Ich denke so gern und so oft einfach zurück. Es war ein toller Moment. Auf was freust du dich jetzt heuer am meisten? Auf die Wahl. Ich bin total gespannt, wer es wird, weil ich finde, dass schlecht Ei zum Schatzen ist. Und ja, ich freue mich auf die 3 Tage, wo jetzt noch übrig bleiben. Auf das, dass ich das noch genießen kann und das einfach der Jenny Michael Amos heuer wird. Was wünschst du jetzt deiner Nachfolgerin? Viele tolle Erlebnisse, dass sie Auftritte genießen kann und dass sie genauso schöne Zeit haben wird, wie wir gehabt haben. Und wer deine Nachfolgerin wird, das schauen wir uns jetzt an. Stefan Scharmeier war bei der Wahl dabei. Mit der Nummer 6, Julia. Die 20-jährige Julia Kirmer ist Abensbergs neue Hoheit. Zur Vizekönigin wurde Daniela Büchel gewählt. Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich war so aufgeregt vor der Entscheidung und allem. Und ich bedanke mich einfach an alle, die mich gewählt haben. Und es ist einfach unbeschreiblich. Ja, liebe Zuschauer, ein ganzer Tag am Gillermoos in Abensberg geht zu Ende. Hat es gefallen, Nina? War ein schöner, aber ein langer Tag, ja. Auf alle Fälle, besonders auf den Karusselltest. Und wenn Sie jetzt noch mehr vom Gillermoos in Abensberg sehen möchten, dann schauen Sie einfach zu uns ins Netz. Auf tvaktuell.com. Genau, richtig. Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass du mit dabei warst, Nina. Danke fürs Mitnehmen. Hab mich gefreut. Bis dahin, machen Sie es kurz. Servus. Servus. Bischofshof Original 1649. Das goldgelbe vollmundige Duldbier präsentiert Servus TVA. Bischofshof. Das Bier, das uns zu Freunden macht.